Buongiorno und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 2. Wir haben das letzte Mal gelernt, wie man kämpft mit unserem Onkel Mario. It's me, Mario. Und jetzt müssen wir wieder zu unserem Onkel, denn wir haben ihn sauer gemacht. Und wir müssen uns wahrscheinlich jetzt entschuldigen. Das machen wir jetzt auch natürlich so nicht. Indem wir einfach seiner Welle hochklettern. Das ist unhöflich, das machen wir natürlich nicht. Onkel! Wo ist Onkel? Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Stellen findet ihr, was ihr braucht. Aha, okay, wir müssen jetzt also Vieri töten. Oh. Aha, oh. Hier. Okay. Gehen wir mal zu den Pferden. Zu den Ställen, nicht zu den Pferden, aber ist dasselbe. Ach. Ezio, du sollst nicht überall hochrennen. Das ist unhöflich. Nee, das sind keine Ställe. Was habe ich gerade gesagt, was unhöflich ist? Was ist das? Kampfring, ah, da können wir dann trainieren wahrscheinlich. Da hinten die Stelle. Nee. Muss ich wohl doch wieder rein. Wahrscheinlich müssen wir da mit unserer Familie reden. Also mit unserer Schwester oder unserer Mutter. Wobei unsere Mutter ja nicht mehr redet. Seit dem Schock. Muss ich wahrscheinlich hoch. Mal schauen. Hier ist unsere Mutter. Da ist unsere Schwester. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Da wäre ich mir nicht so sicher. Was, was? Gesammelte Federn in die Truhe Marias Gemach deportieren. Hä? Nee, nee. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Wir können jetzt dann immer Federn sammeln und sie unserer Mutter geben. Damit sie sich an ihren Sohn erinnern kann. Aber ob das so gut ist, weiß ich nicht. Also normal soll man ja versuchen zu vergessen, beziehungsweise halt darüber hinwegzukommen. Aber so kommt sie ja nie drüber hinweg. Wenn wir sie immer wieder mit den Federn daran erinnern. Aber nun gut. Ich bin kein Psychologe, ich weiß das nicht. Sollen noch zu den Ställen. Miet? Arzt. Da müssen wir hin. Brauch ein Pferd. Ich brauche ein Pferd. Ach, da sind Pferde. Drücken Sie neben einem Pferd. Ah, okay. Das kann ich. Geht doch. Ah, los, reite. Reite wieder, ach Gott. Die Steuerung. Und nochmal. Die Steuerung ist nicht besser geworden wie im ersten Teil. Oh, schade. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Oh ja. Das ging jetzt schnell.
In die Toskana, genau, da wollen wir hin. Hier sind auch wieder Feinde. Hi, hi. Rückwärfeld einreiten macht schon Spaß. Oh. Hallo Onkel. Ezio. Was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht. Also werden wir dort zuschlagen. Das nehmen wir natürlich an, denn Vieri muss sterben. Achso, ich soll Mario folgen. Er sagt das doch gleich. Ja, ist auch gar nicht auffällig, wenn da so ein Haufen Assassinen Richtung Stadt rennen. Bin schneller als du, alter Mann. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. Okay. All'attacco! Was? Ich hab's nicht gelesen. Was sind die Wurfmesser? Och Mann. Moment, ich kann doch bestimmt... Ach, hier kann ich die Wurfmesser auswählen. Sehr schön. Und tschüss. Mörder! In Gottes Namen, bleibt mir fern! So, die waren einmal. Aber hier ist noch irgendwo einer. Da hinten, den will ich natürlich auch noch erledigen, bevor ich das Tor aufmache. Unsere Assassinenfreunde werden wahrscheinlich noch so lange leben. Hoffe ich zumindest. Runter oder ich schieße. Na, ich schieße zuerst. Nicht in den Brunnen fallen, hat Ezio. Das wäre nicht so schön. Ihr habt ja schon alle erledigt. Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Sehr schön. Hier lang, Männer. So, wir müssen wieder Mario folgen. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinlässt, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Nipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Ablenken bedeutet töten? Interessant. Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kinder. Warum? Ihr könnt mich nicht treffen. So, jetzt müssen wir 10 Ziele eliminieren, was ja normal nicht so schwer sein sollte. Wobei ich etwas vorsichtiger sein sollte und lieber auf Konter gehen sollte.
meine, wir haben ja keine zeitliche Begrenzung. Wie der Händler einfach mal so redet, obwohl... Warum kann ich die nicht plündern? Weil ich noch im Kampf bin? Jetzt kann ich sie plündern. Oh, ein Wurfmesser, das ist gut. Ich habe Grafen, Prinzen und Königen gedient. Nur die Besten geben meinem Geschäft die Ehre. Der Händler gefällt mir, dem ist es egal, dass hier, was weiß ich, wie viele leichten Leichen vor seinem Laden hängen. Ich mag exklusiv sein, aber meine Leistungen, die sind unerreicht. Interessant, interessant. So, war's das? Da oben ist noch jemand. Wobei ich glaube, das Plündern werde ich nicht so oft machen, weil das dauert immer so lang. So, hier ist irgendwo noch ein Gesuchtblatt. Nur wo? Da hinten kann das sein? Ne, das ist eine Schatulle, aber die nehme ich natürlich auch gern an mich. Mit 250, das lohnt sich. Und tschüss, ich bin nicht mehr gesucht. Du für ein Assassine? So interessant, ein Assassine mit einer Axt. So. Das schaffe ich nicht. Aussichtsturm nehme ich auch noch gern an mich. Wenn er mich lässt. Du sollst nicht da hoch, sondern da. Nein, 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 nein. Ach, dann leck mich am Arsch. Dahin kann ich euch nicht folgen. Was bist du für ein Assassine, der mir nicht da folgen kann? Ich meine, ich habe das Klettern nicht gelernt als Assassine, so an sich. Und kann es trotzdem. Schöner Vollmond. Hm, schön hoher Turm, das gefällt mir. Was für eine tolle Aussicht. Wenn ich jetzt da runterspringe... Na, machen wir einfach. Kommt, Freunde. Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden und balancierten Lebens. Ja, ja, der Aderlass. Das war früher noch... Gang und gäbe, dass man sich einfach mal mit Blutegel bedeckt und sich das Blut aussaugen lässt, weil das angeblich... Oh Gott. Wo sind eigentlich unsere Freunde? Ich bin jetzt so rumgeklettert, dass ich unsere Freunde nicht mehr finde. Gehen wir mal lieber wieder dahin, zu unseren Freunden. Einer ist da. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Gut, dass das, die Stadt hier so gut... Ups. Man der Stadt so gut überall hinkommt. Wo sind unsere Leute? Ach, dann leck mich am Arsch. Lauf ich auch ohne die. Bin ja schließlich Meisterassassine. Ich habe den ersten Teil durchgezockt. Wobei, kommen, sind die hier? Einer? Ja, einer.
einem werde ich aber keinen Krieg gewinnen. Naja gut, dann machen wir es eben doch mit einem. Ne, zwei. Oh, schön. Sehr schön. Mit zwei müsste ich Krieg gewinnen. Ihr wollt einen Kampf? Ihr habt ihn. Prüft nicht den Kopf. Und tschüss, mein Freund. Und auch du musst sterben. Wobei ich ja eigentlich Menschen ungern töte. Wenn sie es nicht verdient haben. Oh, was da passiert? Ezio! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe! Geht zu ihm! Okay. Okay, das machen wir noch in der Folge. Ach du Scheiße! Ah, Neffe, da bist du ja! Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Wir, die Männer, haben uns an den Hinterhalt gelegt und wir haben alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Okay. Ich muss also Vieri töten. Das wusste ich irgendwie, dass das an mir hängen bleiben muss. Oh. Weil das wohl der falsche Weg sein wird, gehe ich mal hier lang. Das Gefühl, das ist nämlich der richtige Weg. Können wir nämlich auch noch einen Steckbrief wegmachen, auch wenn das in unserer Situation wahrscheinlich nicht mehr viel hilft. Hier rüber. Dankeschön für den Grafikfehler. Dann tun wir in der Folge noch Vieri töten. Aber nicht ohne uns vorher zu heilen, verdammt. Wo ist Vieri? Wo ist er? Wahrscheinlich da irgendwo oben. So ein Balkon oder sowas. Wo er denkt, dass man nicht hinkommt. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun... Gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Ich will dir nichts! Wo ist er? Er ist doch nie und nimmer hier. Kann mir keiner erzählen, dass er hier ist? Hä? Ja, das wird eine längere Folge.
Merkt ihr schon. Aber ich will den unbedingt erwischen. Nur keine Ahnung, wo das sein soll. Fürchte nicht, Ezio. Dein Tod wird schnell kommen. Na, das dürfte ich eigentlich leicht schaffen. Und tschüss, mein Freund. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte? Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Vieri ist tot. Codex-Seite erhalten. Und jetzt? Eine Schnellreise, eine ungewollte Schnellreise? Oder kommen wir jetzt in die Zukunft wieder? Beziehungsweise Gegenwart? Werden sehen. Ach, wir sind hier wieder. Okay. Dann würde ich sagen, das war's. Bisschen Überlänge. Extra für euch. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und man sieht sich das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.